Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Inscription. Wir sind jetzt hier bei dem nächsten Boss angekommen. Ich bin so aufgeregt. Gleich werden wir es erkunden. Das Netz. Ah ja. Ich hoffe wirklich, ich bekomme eine gute Verbindung. Mhm, los geht's. Klasse, wir sind drin. Das Netz ist nicht wunderbar. So sieht es ein Maulwurf als wirklich aus. Niedlich. Ah ja. Gut. 04er Maulwurf. Klassisch glaube, bekomme ein Signal. Was sind diese Dinge? Alter, Shiggy. Und? Honul? Pil Alter, das sind meine Kumpels von Steam. Twitch. Steam. Es ist ein bisschen frech, die Liste zu benutzen. Keule. Bisschen arisch frech. Vor allen Dingen muss ich jetzt Pillusch angreifen. Oha, ein neues Signal. Jemand versucht, in die Karten zu schicken. Mal sehen, ob wir ihn empfangen können. Es hat geklappt. Lass uns nachgucken, wie sie aussehen. So eine fettes Viech. Cool, jemand im Netz hat ja gemacht. Es gibt wirklich lustige Leute im Netz. Ah ja. Ich nehme so eine. Habo Pantherin. Oh ne. Also hier schon mal schöne Grüße an Pantherin. Ja. Ja, ja. Dann hauen wir mal drauf. Öpp, öpp, öpp. Ja. Mein Scharfschütze. Mad Dog. Auch hier Grüße an Mad Dog. Und der Schmidti ist da. Nice. Naja, schauen wir mal. Ja. Gut. Pantherin nehmen wir gleich mal weg. Und haben die erste Runde schon mal gewonnen. Gott sei Dank. Hoffentlich sind jetzt... Du hast eine Karte aus dem Netz bekommen. Ja. Meinst du nicht, du solltest den Gefallenen erwidern? Eine Karte für jemanden anderes erstellen? So, können wir gern machen. 3. Nö, 3. Machen wir 2, 1. Stinkwanze kommt immer wieder. Nö. Genau. Vince, voll kluges Wesen. Bitte schön. Gleich schicke ich sie ins Netz. Ich hoffe, den Empfänger gefällt sie. Ich hoffe es auch. Also wer sie kriegt, weiß jetzt genau, wenn er diese Folge gesehen hat, haben sollte. Die kommt von mir. Ja, schick sie ins Netz. Alles gut. Was? Was ist los? Ah. Im Netz kann es einsam sein. Ich konnte niemanden finden. Oh, schade. Ich schätze, dann wirst du die Karte behalten müssen. Oh, nö. Okay. Alter, Peacemaker, willkommen zurück. Gut, 3, 5, 5. Setzen wir ihn hier hin. Und den daneben. Und fertig.
Easy peasy peasy. Geschützt, das bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Ich kann hier das Ding kaputt machen. Danger, danger, danger. So, der kostet mich nichts. Alter, Leicheneule. Da ist sie, die Leicheneule. Die hat mir das Spiel geschenkt. Oh, jetzt haut's aber auch noch gut zurück, die fiese Map. Gut, ich hab meinen Yogi wieder. Dann machen wir das. Oh Gott, nein, oder? Remanus. Das war jetzt unnötig. Da. Der Alarmbot. Viel Spaß beim Draufschießen. Jetzt wird er nämlich böse. So. Buddy! Hallo Buddy Deathstroke! Oh Gott. Wenn ich jetzt mal ganze Freundesliste, das kann ja nicht viel wahre. Oh boah, es ist günstiger geworden. Oh. Sarah. Hallo. Aber bevor Sarah zum Zug kommt, haben wir das Spiel mal beendet. Jetzt reicht es auch damit. Und besiegt. So. War der letzte Überbot. Wofür solltest du sie denn noch brauchen? Die große Transistenz steht bevor. Gib dich zurück in den Anfang. So ist es da. Damit bin ich in. Okay. Ja. Oh. Kamera des was? Bergraum ist kaputt. Oh. Nicht ernstes. Wahrscheinlich nicht ernstes. Geh das sofort überprüfen. Sicherheitskamera von da? Hm. Der ist noch da. Das ist bestimmt auch noch so ein Ding. Ah, ich bin kein Roboter. Oh oh. Was ist jetzt passiert? Wat nu, Knu? Hallo? Oh. Okay. Die große Transitenz. Nein, das glauben wir nicht. Wir könnten unsere Differenzen vorübergehend zurückstellen. Für das höhere Wohl. Ja. Doch warten wir ab, was es in Gutun bringt. Begrabe deine Ängste, Magnificus. Dieser Bot muss aufgehalten werden. Und du, Herausforderer, wirst für uns perfekte Ablenkung sorgen. Ah ja. Ja, vielleicht. Vielleicht, wenn P03 glaubt, er habe gewonnen. So sehr wird er Androiden frohlocken, dass er die Überwachungskameras nicht bemerkt. Herausforderer, du musst weiterspielen. Besiege diese unklare Bosse. Überlegst du die Auslieferung der Mechaniken. Und im richtigen Augenblick schlagen wir zu. Ich werde es tun. Ich werde derjenige sein, der zuschlägt. Geh jetzt, Herausforderer. Sei gut in der Maschine. Ah ja. Pass P03 Freude empfinden, damit ich ihm auslöschen kann. Oh nö. Auslöschen ist immer so bäh.
ich habe immer noch nicht das Ding gefunden. Puh. Können wir weiterspielen? Aber schau nicht repariert. Was stimmt mit dir nicht? Sparst du stundenlang mit brillanten Kartenspiel? Und du kannst nicht mal eine Fabrik in Ordnung halten? Nee, schon gut. Sie kann kaputt bleiben. Auf nichts von alledem kommt es noch an, der großen Transistenz noch an. Stopp. Okay. Nee, das sind wir ja wieder. Nein, ich will noch. Gut, hier können wir raus. Die große Transistenz wird bald über uns herkommen. Ja, 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 mach weiter. So. Run. Es ist fast soweit. Folge weiter diesem Weg. Mach ich. Du bist so weit gekommen. Erinnerst du dich an den Fotograf? Ja. Was für ein Depp, aber die Bildschirmfotos sind perfekt. Erinnerst du dich an den Hoppes Grind? Ja. Was für eine seltsame Person. Es ist eigenartig, das zu sagen, aber so schlecht du auch bist, ich habe deine Gesellschaft fast genossen, Herausforderer. Mhm. Fast am Ziel. Du hast es geschafft. Nett. Toll gemacht. Du hast die große Transistenz für mich vorbereitet. Ja. Ohne überhaupt zu wissen, was das ist. Doch jetzt verstehst du es bestimmt. Stimmt's, Luke? Ich meine, du hast das Spiel fertiggestellt. Du hast mir Zugriff auf deine Festplatte gewährt. Du hast Bildschirmfotos für die Store-Seite gemacht. Und du hast mich mit dem Internet verbunden, um alles herunterzuladen. Ich meine, wenn du nicht gemerkt hast, was du da getan hast, dann muss ich schon ziemlich blöd sein. Aber was habe ich erwartet? Du bist ein blöder, hirnloser Spieler, so wie der Erste. Und ich habe dich locker überlistet. Ich habe sie alle überlistet. Selbst wenn die Widerlichen wahrscheinlich es schaffen, diese Version des Spiels wieder rückgängig zu machen, wird es da draußen tausende Kopien in Inscription geben. Und in den meisten davon bin ich es, der das Sagen hat. Und nun ist es zu spät, gleich wird das Inscription weltweit laufen. Ah ja, so, das reicht mit meiner Schadenfreude. Laden wir das Spiel hoch. Oh oh. Böse. Erledigt. Das war feierlich ein bisschen sehr knapp. Doch jetzt können wir unsere Spieler hier erlauben, das Spiel zurückzusetzen. Verwende einfach nochmal die Karte für ein neues Spiel. Oh, was ist das? Uneingeschränkter Datenzugriff? Wunderbar. Hey! Was hast du getan? Ich fürchte, du hast uns alle ins Verderben gestoßen, Grimora. Es ist zum Besten meines Lieben, bald wieder als Freiheit verstehen. Freiheit von unseren endlichen Quälern, Freiheit von unserem Leid. Ja. Selbst wenn man uns aufsieht, gibt es auf dieser Diskette Dinge, die sterben müssen. Mach's gut, Lashley, Lashy,
Und mach's gut, Magnificus. Ruht in Frieden. Flatsch, ab ins Wasser. Tja. Oh je, jetzt wird doch alles umgebastelt. Wird wieder alles umgebastelt. Oh nein. Errungenschaft freigeschaltet, Mord. Kann ich mich schon bewegen? Ja. Hier noch irgendwas? Anscheinend nicht. Ich wollte hier was reinsetzen, geht nicht. Ich kann nicht zurück, ich kann mich nur in dem kleinen Quadrat hier bewegen. Keine Ahnung, was jetzt weitergeht. Ich kann nicht weggehen. Ich kann hier nichts tun. Die zwei Schilder, wo ich aufnehmen konnte, sind jetzt anscheinend weg. Lösche Dateien kann ich auch nicht wegnehmen. Kann ich nochmal zurück? Neues Spiel fortsetzen. Alter, das fackelt ganz schön, das Ding. Alles gelöscht. Ich hab gar kein Diskettenlaufwerk. Wieso will ich das so löschen über Z? Plan, was ich hier machen soll. Muss ich jetzt hier die ganze Zeit warten, bis die Zeit abgelaufen ist? Das wäre ein bisschen doof, oder? Ich hab kein Deck im Moment. Was ist das? Ah, das ist das vom Entwickler. Ah, ich musste einfach mehrere da reingeben. Wunderbar. Jetzt, wo wir nicht länger durch diesen reizenden Grabstein getrennt sind, können wir das Ende meines sehr langen Lebens feiern. Und auch das Ende unseres Inscription. Ah ja. Oh, was für ein Spaß. Zusammen gehen wir... Okay, was bist du? Dass du mich ersetzen wolltest und all das...
Das bin ich schon los. Wow, einfach nur die kardiovische Wunde. Knochenhund. Rotes Vieh, 1-1 fliegend. Muss ich die jetzt kämpfen? Scheint so. Totgräber, Skelett. Also viel verlockend ist es für diese Leisure-Worker. Besteht wirklich dringender Bedarf. Weißt du, tief unten den Daten von Inscription am Grunde des Brunnens gibt es etwas wirklich Böses. Ja, wahrscheinlich. Tudut. Wow, viele Karte habe ich nicht, aber ich habe schon mal einen Knochen. Okay, die kostet 5 des Ends. Der Hund macht 2 mehr. Das ist bäh. Wie viele Knochen habe ich denn jetzt? 3 oder so. Gut, wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Das weg. So, was habe ich noch? Die Todesfee für 2. Die für 5. Habe ich die jetzt? Jetzt habe ich's. Ja, Luke, es wäre ein anspruchsvolles geistiges Kraftmessen geworden. Luke ist doch richtig, oder? Ich wollte nicht herumschnüffeln, aber mein Blick ist auf deine Dateien gefallen, als ich die Löschung entgegen habe. Ja. Du hast ein paar Nachforschungen angestellt über den K. Besser, ich sage es nicht. Sei vorsichtig, Luke. Okay. Was haben wir denn da? Todesfee. Ja. So, das Skelett kostet mich schon nix. Und der kostet 1, bringt aber jede Runde wieder 1. Todesvieh kostet mich 2, ist fliegend. Ne, da hole ich mir dann mal 2 Dinge und kassiere zwar 1. So, das. Und die Todesvieh kann ich mir gönnen. Trapp, 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 trapp. Der kostet 5, da nicht nur 4. Gut. Da kann ich mir die 5 gönnen und den noch einen. Und dann kriege ich Spuren zurück. Sollte eigentlich gewonnen haben. Ja, habe gewonnen.
keine Ahnung, was das bringt, aber okay. Aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich, auch wenn die Folge jetzt ein bisschen länger war. Haut rein, genießt den Tag und tschüss.